Ihr seht mich heute glücklich, denn ich habe den Schoß voller neuer Bücher und da ich krank war, als sie ankamen, gibt es kein Unpacking und nichts dergleichen. Es gibt jetzt einfach ein Neuzugänge-Video. Ich model das jetzt ein bisschen um. Und leider fehlt auch noch ein Buch, das ist nämlich noch unterwegs zu mir und kommt leider verspätet, aber ich konnte es nicht mehr abwarten und wollte jetzt unbedingt das Video drehen. Und ich fange einfach an. Und zwar kam heute an von Martin Walser, ich weiß noch gar nicht, was für ein Landsmann das ist. Nietzsche lebenslänglich, das habe ich gesehen, ich glaube bei Sarah vom Bookmarket. Und weil es um Nietzsche geht und ich Nietzsche liebe, musste ich es mir kaufen. Heute kam es an und ich freue mich darauf, es zu lesen. Es geht um den Einfluss, den Friedrich Nietzsches Literatur auf diesen Autor hatte, den ich nicht kenne. Es ist in jeder Hinsicht ein Überraschungspaket für mich und ich freue mich darauf. Dann kam heute meine Prämie vom Abo meiner Zeitschrift. Ich abonniere nämlich das Philosophie-Magazin, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Das ist eine ganz tolle Zeitschrift. Wenn ihr übrigens mal Interesse habt an Rezensionen oder meiner Meinung zu 1, 2, 3 Zeitschriften aus dem Bereich Psychologie, Medizin, Wissenschaft oder Philosophie, dann mache ich das gerne. Dann müsst ihr mir aber sagen, ob ihr da Lust drauf habt. Das ist nämlich etwas aufwendiger, weil ich mich da gut vorbereiten muss. Und das mache ich dann auch nur, wenn ihr das möchtet. Auf jeden Fall war meine Prämie zum Philosophie-Magazin Diogenes oder der Mensch als Hund. Und das ist eine Ausgabe vom, jetzt muss ich gerade selber mal gucken, Diaphanes, Platon und Co. Verlag. Den kenne ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Auf jeden Fall haben die sich überlegt, dass sie die großen Philosophen kindgerecht aufarbeiten. Ich habe das mal von Kant gelesen. Ich fand das gar nicht so kindgerecht. Also nicht, naja, vielleicht für einen pfiffigen 12-, 13-, 14-Jährigen. Fand es aber lustig geschrieben und schön publiziert. Also schön aufgemacht, weil es einfach knallig ist, weil es kurz und knackig ist und ich bin gespannt, wie dieses hier ist. Ich habe es noch nicht gelesen, auch dies kam heute erst an. Dann habe ich mich inspirieren lassen von Sophie von dem Kanal Verstand, die nämlich mir dazu geraten hat, von Franz Kafka Der Verschollene zu lesen. Es hat ihr sehr, sehr gut gefallen, sie hat es öfters gelesen, ich glaube 6 Mal. Und weil ich mich an Kafka rantrauen wollte, aber noch nicht ganz sicher war, habe ich ihren Tipp wahrgenommen und mir jetzt Der Verschollene bestellt, wieder in dieser schönen Anaconda-Klassiker-Ausgabe und werde mich da demnächst irgendwann rantrauen. Wer Lust hat, das mit mir zu lesen, schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich immer, wenn ich Leserunden starten kann. Dann habe ich mir weitergeholt von dieser Reihe Anaconda-Klassiker von Leo Tolstoi, Der Tod des Iwan Iljitsch. Ich bin nicht so gut in russischen Namen. Da freue ich mich auch drauf. Ich weiß, außer das, was der Titel hergibt, nicht viel über den Inhalt, aber ich wollte anfangen mit russischer Literatur, weil ich mir vorstellen kann, dass mir das gut gefällt. Dann habe ich mir geholt von Alice Miller, Das Drama des begabten Kindes. Das ist einfach wieder aus einem Zweig von Neurologie und Wissenschaft, Psychologie, der mich interessiert. Und das fällt so ein bisschen da rein, Lehrpsychologie. Und da freue ich mich sehr drauf. Sie hat noch weitere Bücher geschrieben, die mich interessieren. Aber ich fange mit diesem kleinen Bändchen aus dem Suhrkamp Verlag an. Ist immer eine gute Adresse im Suhrkamp Verlag. Die machen seriöse Literatur, da weiß ich, ich habe was Vernünftiges, was wissenschaftlich Fundiertes und da freue ich mich auch schon drauf. Dann habe ich noch 2 Dostojewskis und zwar einmal Der Spieler und einmal Aus dem Dunkel der Großstadt. Beides vom Inseltaschenbuch Verlag. Ich habe da mehrere von, ich finde das sieht ganz nett aus. Es ist eine Größe, die nicht abschreckt, man traut sich schnell ran, sowas zu lesen. Auch das wird wahrscheinlich meine kalte Jahreszeit füllen. Dann habe ich eine wunderschöne Ausgabe aus dem DTVCH Beck Verlag von Michel de Montaigne von der Freundschaft. Die sieht wahnsinnig schön aus, oder? Ich finde die so, so hübsch. Man kann das auch fühlen, es ist so ein bisschen gestanzt. Auf jeden Fall wahnsinnig tolles Buch und keine gebleichten Seiten, sondern ein bisschen gedecktere Farben. Das lässt mir die Illusion, dass das eventuell nachhaltig hergestellt wurde. Ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch Quatsch, aber ich mag das lieber als diese weißen, gestärkten Seiten, geblichenen Seiten. Ja, von Montaigne habe ich noch nichts gelesen, da freue ich mich drauf. Eigentlich freue ich mich auf alle, ich muss das auch nicht jedes Mal sagen. Aber naja, dann habe ich mir geholt von Patricia Highsmith, Der talentierte Mr. Ripley, das habe ich auch bei einem Booktuber gesehen. Ich gucke so viele Booktube-Videos, dass ich nicht immer genau weiß, zu wem ich das zuordnen muss. Ich habe auch den Film schon hier und den habe ich auch noch nicht gesehen und dann habe ich gedacht, naja, dann hole ich mir das Buch. Ich lese nämlich immer gerne ein Buch, bevor ich einen Film dazu sehe.
Und so habe ich das auch hiermit vor. Dann natürlich ein Yalom. Ich habe sie ja noch nicht alle komplett. Und zwar ist es diesmal die Liebe und ihr Henker. Und andere Geschichten aus der Psychotherapie. Da habe ich ja schon ein Special drüber gedreht und das fällt genau da rein. Wer noch nichts über Yalom weiß, kann sich das gerne von mir anschauen. Dann von Ernst Pöppel, Lust und Schmerz über den Ursprung der Welt im Gehirn. Das ist etwas spezifischer. Ich mag sowas. Es ist wahrscheinlich herrlich trocken geschrieben. Ja klar, winzige Schrift, schwarz-weiße Abbildungen, mein Lesehimmel. Ich mag sowas. Es ist eine ältere Ausgabe. Es ist natürlich nicht mehr ganz aktuell, aber es interessiert mich trotzdem. Dann habe ich noch von Maria und Franz Vuketitz, Humanität zwischen Hoffnung und Illusion, warum uns die Evolution einen Strich durch die Rechnung macht. Von Vuketitz habe ich viele Bücher, ich mag seinen Schreibstil, ich las von ihm Evolution, das habe ich auch rezensiert. Und dies schrieb er mit seiner Frau zusammen und ja, ist ein Thema, das in mein Interessensgebiet fällt. Wortfindungsstörung. Ja. Dann habe ich nochmal von Ernst Pöppel, Professor Dr. Ernst Pöppel, zusammen hat er das geschrieben mit Dr. Beatrice Wagner, je älter, desto besser, überraschende Erkenntnisse aus der Hirnforschung. Brauche ich auch nicht mehr so viel zu sagen, ist auch ungefähr ähnlich. Ich finde das Cover wahnsinnig schön. Es ist schon etwas zerlesen, ich habe es halt bei Rebuy bestellt, weil ich leider nicht so viel Geld habe, wie ich mir immer Bücher kaufe. Wenn ich sie alle neu kaufen würde, dann wäre ich wahrscheinlich arm. Naja, egal. Auf jeden Fall ist es eine schöne Ausgabe, es ist nichts dran und ich freue mich schon darauf, es zu lesen. Wenn sich jemand findet, der auch so einen kleinen Spleen hat und gerne neurologische Bücher liest, einfach mal melden. Ich freue mich, wenn ich nicht alleine damit bin. Ich finde nämlich leider niemanden, der diese Bücher auch liest und sich mit mir darüber austauscht. Es wäre so toll, wenn es jemanden gäbe. Dann habe ich mir besorgt von Lou Andreas Salomé die Erotik. Und von Lou Andreas Salomé ist auch die Biografie zu mir unterwegs. Ich liebe diese Frau. Ich finde die toll. Ich finde die wahnsinnig bewundernswert. Ich finde die klasse. Ich habe ihre Biografie gerade als Film gesehen. Der lief im Kino, ich weiß gar nicht, ob der immer noch läuft. Auf jeden Fall ist die DVD noch nicht draußen, die erscheint am 28. Februar. Die habe ich schon vorgestellt. Und ich werde jetzt nach und nach alle ihre Sachen kaufen. Ich finde die klasse. Also eigentlich weiß ich schon ziemlich viel über ihr Leben und ich weiß auch viel über ihre Werke, weil sie eng mit Nietzsche verbunden ist und mit Sigmund Freud verbunden ist. Ja, dieses Heft ist ganz schmal, es hat nur 52 Seiten, meine ich. Ich habe gedacht, ich könnte es so wegschmökern, dann habe ich gesehen, wie unglaublich intelligent die Frau schreibt und wie wahnsinnig klein und eng bedruckt das ist und ich werde ein bisschen länger dafür brauchen. Ich habe vor, noch ein Lou Salomé Special zu drehen, weil mir das einfach am Herzen liegt und ihr könnt ja frei entscheiden, ob ihr euch das anschaut oder nicht. Ja, bis auf die Biografie, die ich euch nicht zeigen kann, sind das alle meine Neuzugänge. Und das muss auch erstmal reichen, weil ich nämlich nächsten Monat umziehe und auch da überlege ich, ein Video zu machen, Umziehen mit Büchern. Da weiß ich aber auch nicht, ob das nicht zu weit geht von der Thematik her. Das hat ja nur noch am Rande eigentlich mit Büchern zu tun, obwohl, ja, sagt mir eure Meinung dazu. Ich freue mich über Rückmeldungen. Ich habe über 500 Bücher, das ist jetzt nicht so viel. Ich weiß, dass zum Beispiel Toto von Toto liest mehr hat, aber für einen Umzug reicht es. Meine Umzugshelfer ächzen jedes Mal, wenn sie diese Kisten die Treppen tragen müssen und ich natürlich auch. Und es geht immer nicht so ganz einfach vonstatten beim Packen und man muss auf ein bisschen was achten. Und wer Lust hat, sich das anzusehen, schreibt es mir in die Kommentare, dann werde ich das mit der Kamera begleiten. Ja, ich hoffe, ihr konntet mit dem Video was anfangen. Ich freue mich über meine Neuzugänge und bis zum nächsten Video. Tschüss!